Der Vortrag heute, oder ich möchte eigentlich lieber sagen, ein Workshop, den wir hier haben. Es geht um Perception-Studien, also Wahrnehmungsstudien. Und ganz herzlichen Dank an Bernhard Wolf, der sich bereit erklärt hat, den Teil der Praxis abzudecken, weil das ist ja ein langjähriges Format hier beim Dirk, nicht nur einen Vortrag über ein Thema zu bekommen, sondern tatsächlich sich auch darüber auszutauschen, wie es in der Praxis ankommt, wie die Erfahrungen in der Praxis sind. Und der Bernhard hat schon mehrere Perception-Studien gemacht. Und ich meine, GfK, das ist natürlich ein Name, der für Marktforschung steht. Und da macht es uns besonders froh, dass die GfK uns ausgewählt hat, diese Marktstudie oder Wahrnehmungsstudie am Kapitalmarkt durchzuführen und da auf uns zu vertrauen. Wir haben uns überlegt, wir gliedern den Vortrag in zwei Bereiche. Der erste Bereich ist ein bisschen was, um was geht es überhaupt bei einer Wahrnehmungsstudie, auf was muss man achten, wann sollte man die machen oder auch nicht machen. Und der zweite ist dann der Bernhard, der ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert. Deswegen werden wir auch nur den ersten Teil auf Video aufnehmen und den zweiten nicht. Im Sinne des Dirks, hier geht es um wirklich Informationen für Mitglieder und Freunde des Dirks und nicht für die ganze Welt. Und deswegen halten wir das dann in einem intimeren Rahmen. Also zum Thema Perception Study. Was ich am häufigsten höre, wenn ich das Thema Perception Study anspreche, ist natürlich die klassischen Antworten. Wir reden ja sowieso jeden Tag mit unseren Investoren oder wir reden jeden Tag mit unseren Analysten. Wir wissen, um was es geht. Wir bekommen das Feedback von den Banken. All diese Antworten werden Sie vielleicht auch selber schon mal gehört oder vielleicht auch gesagt haben, je nachdem. Aber ich denke, und das soll das Ziel des heutigen Workshops sein, da kann man vielleicht nochmal drüber nachdenken und sagen, vielleicht lohnt es sich doch nochmal genauer nachzufragen. Und warum das eben Sinn macht, das möchte ich sagen. Es ist enorm wichtig zu überprüfen, was über einen selber gesagt wird und Praxis hat gezeigt, dass die Eigenwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung sich einfach unterscheidet. Wir haben uns im Vorfeld auch darüber unterhalten, Herr Bernhard und ich. Oft sind natürlich die Dinge, die man erfährt, nicht nur schöne Sachen. Ich weiß sogar von Unternehmen, die einen Anbieter einer Wahrnehmungsstudie durch einen anderen ersetzt haben, weil die gesagt haben, das war zu nett und dafür muss ich kein Geld ausgeben, dafür, dass mir jemand sagt, ich bin der Größte und der Tollste. Die haben also aktiv Wert drauf gelegt, wir möchten gerne ein kritisches Feedback bekommen und wirklich auch erfahren, was da ist. Und dabei ist es wichtig, nicht nur die Investoren zu befragen, das sind ja die Leute, die man normalerweise auf der Roadshow eben trifft, sondern ehemalige Investoren ist besonders spannend, die gesagt haben, ja, wir haben verkauft, weil. Und da gibt es eine Menge gute Informationen zu dem Thema. Und natürlich potenzielle Investoren und Sell-Side-Analysten. Was aus meiner Sicht nicht so wirklich relevant sind in einer Perception-Studie mit abzudecken, sind die Buy-Side-Analysten, weil die sind in der Regel nicht kommunikativ gehemmt. Die erzählen Ihnen schon, um was es geht, ohne dass man sie fragt. Also das Feedback bekommt man auf jeden Fall. Insofern sollte das Augenmerk eher bei diesen vier Zielgruppen liegen. Es gibt unterschiedliche Ausprägungen natürlich, wie so eine Perception-Studie ausgerichtet ist. Man kann sie auf das allgemeine IR-Arbeit ausrichten, man kann sie auf das Unternehmen ausrichten, man kann sie auf das Management ausrichten oder einfach ganz grundsätzlich, wie die Wahrnehmung am Markt ist. Aber das hängt sicherlich auch mit den Punkten zusammen, wann man überhaupt eine Wahrnehmungsstudie durchführt. Es spricht nichts dagegen, das regelmäßig zu tun. Ich persönlich denke, einmal im Jahr ist zu viel des Guten. Kann man natürlich, als Anbieter werde ich mich nicht dagegen wehren, aber ich glaube, es macht keinen Sinn. Ich glaube, es reicht, das alle 2 Jahre zu machen oder wenn irgendwelche besonderen Vorkommnisse sind. Und das sind so ein paar, die ich hier aufgezählt habe, wenn man eben einen neuen CEO hat, der will vielleicht mal wissen, okay, was
auf was lasse ich mich hier überhaupt ein? Wie wird das Unternehmen gesehen? Wie wird mein oder wurde mein Vorgänger gesehen? Was fanden die gut an dem? Was fanden die nicht so gut an dem? Das ist die Art der Fragen ist auch etwas, was immer individuell abgestimmt wird. Es gibt nicht einen Fragenkatalog von 15 Fragen, der immer für jedes Unternehmen passend ist, ganz klar nicht, sondern das wird immer individuell angepasst. Und Bernhard wird sicherlich auch noch ein bisschen was dazu sagen, wie dieser Abstimmungsprozess stattfindet. Und dann gibt es natürlich große Kapitalmaßnahmen, also Spin-off wenn es einen großen Merger gibt. Das sind natürlich Dinge, wo sich die fundamentale Ausrichtung des Unternehmens verändert, wo man am Kapitalmarkt A nachhören sollte, wo ist eigentlich der Status quo und B, was hätten die denn gerne von uns und in welche Richtung sollen wir uns bewegen. Denn am Ende des Tages sind alle IR-Officer, mit denen ich zumindest spreche, daran interessiert, Kosten zu senken. Und das schafft man, indem man die Effektivität steigert. Und wenn man es schafft, eben anstatt 10 Meetings 5 zu machen, aber die 5 richtigen, dann hat man A, Geld gespart und B, war man effizienter und schafft es vielleicht dann freitags doch mal um 18 Uhr aus dem Büro rauszukommen. Hoffentlich. Ja. Ein bisschen was zur Methodik, also welche Arten von Fragen sollten nicht gefragt werden, das fand ich ganz interessant, natürlich Suggestivfragen oder Testfragen, weil klar ist auch mit demjenigen, mit dem man sich da unterhält, das ist auch ein Profi, der mit allen Wassern gewaschen ist und der geht einem relativ schnell auf den Leim. Es gab vor 10 Jahren ungefähr mal den Trend, diese Perception-Studien, mit Callcentern zu machen, weil man gedacht hat, oh, es ist super, wenn wir ganz viele Leute befragen, also nicht so wie wir das vorschlagen, maximal 30 Leute, sondern 300 Leute. Dann hat man irgendwelche Callcenter-Agenten ans Telefon gesetzt, die haben ihren Fragenkatalog vorgesetzt bekommen und die haben dann 300 Investoren angerufen. Das Feedback, was da kam, war entweder nichtssagend oder die Leute haben gesagt, sorry, dafür habe ich keine Zeit. Wenn die sich mit jemandem unterhalten wollen, ein Fondsmanager, der hat auch zu tun. Und wenn der sich mit jemandem unterhält, dann will der sich mit jemandem unterhalten, der auch weiß, wovon er redet, wo er ein paar fundamentale wo einfach klar wird, der weiß, wovon er redet, der kennt auch die Story des Unternehmens, zu dem die Fragen gestellt werden und kann vielleicht nicht nur Fragen stellen, sondern auch an der einen oder anderen Stelle eine Antwort geben, beziehungsweise dann auch einen Querverweis zum IR-Team sagen, okay, das ist ein valider Punkt, ich gebe das mal so weiter, da wird sich das IR-Team des Unternehmens XY dann mit Ihnen in Verbindung setzen. Deswegen ist es also wichtig, dass es qualifizierte Leute sind und aus meiner Sicht ist es auch nicht wichtig, dass möglichst viele befragt werden, sondern es geht ja nur darum, das Feedback des Marktes zu bekommen. Es ist eine qualitative Analyse, keine quantitative Analyse. Bei quantitativ, da muss ich eben, und da ist die GfK deutlich besser im Rennen, als wir das sind, da müssen eben eine kritische Masse von, ich weiß nicht, 1.000, 2.000 Leuten befragt werden, die dann sagen, okay, wenn am Sonntag Bundestagswahl ist, dann mache ich das. Das ist eine typische quantitative Befragung. Aber hier geht es um eine qualitative Befragung. Ich will einfach nur bekommen, was an Meinungen da ist. Und das ist nicht unbedingt eine Wichtung dieser Meinung, sondern es geht grundsätzlich darum, erstmal zu sagen, wie seht ihr das, was seht ihr, was gefällt euch nicht. Und ob das jetzt 70% oder 60% so sehen, ist an der Stelle nicht wirklich das Ausschlaggebende. Wichtig ist auch, dass man sich auf wenn man jetzt nach Investoren guckt, dass man auch guckt, was für Investoren das sind, nämlich die Actively Managed. Das war sowas, als ich die Präsentation zusammengestellt habe, was mir dann so eingefallen ist, oh ja, richtig, ja, es gibt eben doch eine Menge Passive Investors und da ist es nicht so wirklich relevant. Das ist ein wichtiges Kriterium, dass man auf die achtet. Und auch hier natürlich die Abstimmung mit IR. IR sagt, das sind Leute, die wollen wir auf jeden Fall in der Befragung drin haben. Das sind in der Regel eben Top-Investoren oder Top-Ex-Investoren, das sind Leute, die sich mit dem Unternehmen oder auch mit dem Sektor auskennen. Wenn ich jetzt einen Investor habe, der zum Beispiel rein nach Fundamentals investiert und gar nicht so interessiert ist, ob das Unternehmen Waschmaschinen verkauft oder Industrielösungen,
dann kriege ich wahrscheinlich eine andere Art oder eine andere Qualität von Antworten, als wenn ich hergehe und sage, ich habe hier jemanden, der ist ein Kenner in der Branche, der ist in den Peers investiert der kennt sich eben im Thema als solches gut aus und da gibt es auch ein gutes Feedback. Und Analysten Day ist auch immer ein guter Indikator, weil derjenige, der den Aufwand betreibt, zum Unternehmen hinzureisen, der setzt sich auch ernsthaft mit dem Unternehmen auseinander. Immer ein guter Indikator. So, last but not least, was machen wir dann mit dem Ganzen? Also primär, wir machen das Ganze per Telefon. Es gibt auch Anbieter, die das persönlich machen. Auch das, würde ich sagen, war mal so ein Trend um 2000, 2001, als die Budgets noch unlimitiert waren. Da hat man dann von Mackes & Co. jemanden genommen und den quer durch die Welt gejettet. Dann hat so eine Perception-Studie 180.000 Euro gekostet und alle haben gedacht, das ist so teuer, das muss ja richtig gut sein. Ich persönlich glaube, die Zeit hat sich weiterentwickelt. Vielleicht war das damals sinnvoll, das will ich jetzt nicht beurteilen, aber ist es heute nicht mehr nötig. Wenn da Profis am Telefon sitzen, und da hilft es natürlich auch, wenn der Angerufene denjenigen, der ihn anruft, schon kennt aus früheren Wahrnehmungsstudien oder von Vorträgen, dann ist das eine ganz andere Basis und das ist nicht selten der Fall, dass wir die Leute kennen oder dass die sich kennen, die sich da gegenseitig anrufen, was natürlich dann auch eine gute Atmosphäre im Gespräch machen. Es muss natürlich die Möglichkeit geben, dass derjenige anonym antworten kann, weil dann wird es ehrlicher. Ich hatte schon was zur Stückzahl, also zur Anzahl gesagt, 20, 35 bis 35. Das ändert sich vielleicht nochmal ein bisschen, wenn man regional sehr weit gestreut ist. Also wenn man sagt, okay, ich will jetzt so einen Schwerpunkt in Asien und Amerika liegen, dann können es vielleicht auch mal 40 werden. Aber ich denke, mit 35, das ist schon die obere Ecke. Und es geht auch nicht darum, möglichst viele Fragen zu stellen, sondern eben lieber ein paar weniger und dann auch vernünftige Antworten drauf zu bekommen. Und da muss man unterscheiden, es gibt da unterschiedliche Philosophien. Wir sagen, wir fragen diesen Fragenkatalog, den wir erstellt haben, jede Frage, jeden. Es gibt andere Anbieter, die sagen, wir haben einen größeren Fragenkatalog und fragen dann immer so 60% aus diesem Fragenkatalog. Was ist gut, was ist schlecht, da kann man sich trefflich drüber streiten. Vielleicht hast du eine Meinung dazu. Ich denke, ja, beides hat seine Berechtigung, dass natürlich das, was wir machen, viel besser ist klar. Nee. Also ich denke, das muss man sich angucken, muss man selber auch gucken, womit man besser zurande kommt. Letztendlich, was bekommt man für sein Geld? Natürlich eine Perception-Studie und eine Perception-Studie, die man so wie sie ist, dem Board präsentieren kann. Bernhard hat mir gesagt, muss man aber nicht. Also man kann da doch das eine oder andere nochmal rausstreichen und sagen, also das ist jetzt vielleicht nicht so. Ein Beispiel wäre es, wenn es zum Beispiel um persönliche Empfindungen geht, die auf die Personen des Vorstandes gehen. Also der CFO ist mir viel lieber als der CEO. Muss man sowas präsentieren? Wahrscheinlich nicht unbedingt. Das ist auch nicht so relevant. Oder wenn man es präsentiert, dann muss man es vielleicht in andere Worte packen, um dann letztendlich die Nachricht rüberzubringen. Neben dem Board Report gibt es natürlich auch noch eine Abschrift der Perception Studie. Also jedes Telefonat wird Wort für Wort mitgeschrieben. Man kann also genau nachlesen, mit wem man zu tun hat. Und dann steht, wenn es nicht anonym ist, steht eben drinne, Frank Miller von Putnam hat das und das gesagt. Und für jede Frage dann die entsprechenden Antworten. Wenn derjenige sagt, nee, ich möchte gerne anonym sein, dann wird eben gesagt, former Investor oder Buy-Side Analyst und dabei bleibt es dann entsprechend. Was auch noch hilfreich ist, wenn man die Sprachen, wenn man die Interviews in Landessprache macht, sprich, wenn wir in Frankreich zum Beispiel die Interviews machen oder auch in Asien, versuchen wir sie in Landessprache zu machen. Das ist nicht immer möglich, aber so die großen Sprachen decken wir eben ab, denn da kann es dann schon mal zu sprachlichen Missinterpretationen kommen als solches. Ja, das ist jetzt mal so ganz schnell umrissen, um was es geht, wie es funktioniert und was man dabei beachten muss. Eine Sache, die mir noch am Herzen liegt, ist
die Antwort, die ich oft bekomme oder Einwand, den ich oft bekomme, ist, ja, wenn wir auf Roadshow gehen, dann machen die Banken für uns diese Interviews und die geben uns dann eine Perception-Studie der Interviews, die geführt wurden. Das ist zweifelsohne richtig, aus meiner Sicht aber auch verfälscht, weil in der Regel vermischen sich da die Interessen, denn die Bank hat oder der Investor und die Bank haben eine Geschäftsbeziehung und da ist man dann eher vorsichtig mit der Aussage, bevor man dann richtig in die Vollen geht. Dann immer sagt, great meeting was fantastic and we'd love to see them again. Und wer weiß, wie Corporate Access bezahlt wird und was man für einen Termin mit dem Vorstandsvorsitzenden bekommt. Anschließend in Handelsvolumen, der weiß auch, dass, ja, da vermischen sich einfach Interessen und da ist es besser, eine Wahrnehmungsstudie zu machen, die auch zeitlich relativ begrenzt ist, sagt, okay, in diesen 3 Wochen werden die Interviews durchgeführt und dann bekommen wir einen Rückblick darauf, auf diese bestimmte Zeitzone. Und das ist dann ja auch wichtig, wenn man das in 2 Jahren wieder macht, dass man einen Vergleich hat, okay, damals wurden wir so gesehen, heute werden wir eben entsprechend so gesehen, unsere Story ist angekommen oder ist eben nicht angekommen und wir müssen was machen oder wir machen alles richtig. So, das ist mein Teil. Gibt es dazu Fragen? Knut. Also Marketingaussage und Marketing- und Vertriebaussage ist immer. Meine persönliche Einschätzung, und Bernhard, wäre auch interessant, was du meinst zu der Sache. Ich glaube, dass Anfang des Jahres, klar sind da alle busy und da ist HV und ich weiß nicht was, aber das ist auch eine Zeit, wo sich die Investoren intensiv mit ihren Investments beschäftigt. Die haben also zum Ende des Jahres oft nochmal ihre Portfolios sauber gekämmt. Die bereiten sich auf die HVs vor, die kriegen von der ISS irgendwelche Empfehlungen. Da ist eine sehr intensive Zeit und man kann es halt auch gleich nutzen. Also wenn man den Capital Markets Day im Frühjahr hat, die Hauptversammlung, das gibt ja auch schon mal so eine Idee, ob da vielleicht ein bisschen Gegenwind kommt. Also meine persönliche Empfehlung ist, es im Februar, März zu machen, Januar, Ende Januar, Februar, März, halt ich persönlich für eine gute Zeit. Eine zweite Frage schließt sich daran an, wenn ihr jetzt super erfolgreich seid und ganz viele Perception Studies macht und ihr habt mehrere Leute oder die gleichen Leute, die ihr interviewt mit 20 bis 25 Minuten, sind die nicht irgendwann mal genervt, wenn man sie mit einem noch einem Unternehmen in der Perception Study befragt? Wie ist da das Engagement auf der Seite der Befragten? Leider habe ich das Problem noch nicht. Also das ist ein valider Punkt, ich kann es dir nicht beantworten, ich weiß es nicht, also bis jetzt habe ich das noch nicht bekommen. Ich meine, wir machen das ja zum Beispiel auch, wenn wir eine Aktionärsidentifizierung machen, da sprechen wir ja auch die Analysten oder die Buy-Side aktiv per Telefon an und die wissen natürlich auch, dass sie wiederum was dafür bekommen, insofern. Bis jetzt hat sich noch keiner beschwert, also bestimmt gibt es auch The Odd One, der sagt, lass mich in Ruhe, ich habe keine Zeit. Ja, gibt es mit Sicherheit, gut, dann muss man den eben durch einen anderen ersetzen. Aber Informationen wieder zurück, ja. Also ich meine, wir sind ja alle so, also wenn jemand um Rat gefragt wird, zum Beispiel eine Meinung oder was wir oft hören ist, ach, das ist ja aber interessant, dass die sich auch mal dafür interessieren. Wir haben so und so viele Millionen im Unternehmen investiert und bis jetzt hat sich noch kein Mensch für uns interessiert. Das Geld haben sie gerne genommen, aber was wir als Investor eigentlich über die denken, interessiert die keinen Meter. Schön, dass ihr anruft. Also das sind nicht selten Kommentare, gerade bei Unternehmen, die nach 10 Jahren das erste Mal sowas in der Richtung machen und vielleicht ihre Roadshow-Aktivitäten auf Europa fokussiert haben und dann ruft man in Amerika an, die sowieso etwas offener kommunizieren, dann gibt es dann schon mal solche Antworten. Ne? Und der Umkehrschluss eben, sie kriegen eher das, was sie eben haben wollen. Ne? Da könntest du sicherlich auch noch was zu sagen. Okay, dann ich schalte das mal um. Also ich sag mal, eine grobe Daumenregel kann man sagen, es liegt so bei
zwischen 1.000, 1.400 Euro pro Interview. Rule of thumb.